neu von Little Life Pets. Hier ist Mama's Surprise. Ein Haustier zum Pflegen, Füttern, Streicheln und Lieben. Das extra weiche und interaktive Mama-Meerschweinchen mit tollem Stall und vielen Überraschungen. Los geht's! Doch bevor wir anfangen, bitte einen Erwachsenen, dir beim Auspacken und Einrichten von Mama's Surprise zu helfen. Schneide das Klebeband an den Seiten des Kartons durch und ziehe beide Laschen heraus. Jetzt hebe den Stall vorsichtig am Griff aus der Verpackung. Unter dem Stall findest du die Bedienungsanleitung und etwas Stroh. Drehe den Stall vorsichtig um und drehe dann die Halteklammern, um ihn ganz aus der Verpackung zu lösen. Entferne den Karton und durchtrenne mit einer Schere die braunen Papierbänder. Dann zerschneide die Kabelbinder an der Vordertür und auch den, mit dem der Sellerie befestigt ist. Jetzt kannst du Mama Meerschweinchen aus dem Stall holen. Auf der Rückseite des Stalls findest du die Bürste. Entferne das Gummiband, um sie zu lösen. Mama Surprise ist jetzt ausgepackt und das Spiel rund um den Stall kann losgehen. Zunächst benötigst du 6 neue AAA-Batterien und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Jetzt legen wir die Batterien ein. Dafür müssen die Kabelbinder auf dem Dach des Stalls durchtrennt werden. Unter dem Griff findest du das Batteriefach. Mit dem Schraubendreher kannst du es öffnen und die 3 AAA-Batterien einlegen. Achte auf die Polarität. Dann folgen die Batterien für Mama-Meerschweinchen. Das Fach dafür ist an Mamas Bauch. Öffne es mit dem Schraubendreher und lege die 3 AAA-Batterien ein. Achte auch hier auf die Polarität. Nun kannst du Mama einschalten. Und jetzt bereiten wir den Stall vor. Verteile das Stroh gleichmäßig, damit Mama und ihre Babys es schön warm und gemütlich haben. Mama Surprise hat 2 Modi: normaler Modus und schneller Modus. Im Normalmodus dauert es 2 Tage, bis die Babys kommen. Im Schnellmodus kommen sie alle 10 Minuten. Der Schalter dafür befindet sich auf der Rückseite des Stalls oben am Dach. Wir wollen heute den Normalmodus verwenden und schalten den Stall von Off auf Normal. Jetzt kannst du mit Mama Surprise spielen. Deine Meerschweinchenmama braucht für sich und ihre Babys Liebe und Fürsorge. Sie hat 2 Sensoren dafür, einen an ihrem Mund und einen auf ihrem Kopf. Du kannst dich also um Mama kümmern, indem du sie mit Sellerie fütterst oder ihren Kopf streichelst. Mamas Herz beginnt zu leuchten und wenn du diesen Ton hörst, ist sie bereit, in den Stall gesetzt zu werden. Setze Mama Meerschweinchen in einer aufrechten Position in den Stall. Schließe die Türen und sieh, wie das Herz über den Türen aufleuchtet und sanft pulsiert. Öffne jetzt die Türen nicht mehr. Lass Mama Surprise in ihrem Stall Zeit und Ruhe. Wenn das Herzlicht erlischt, bedeutet das, dass ein Baby da ist. Jetzt kannst du die Türen wieder öffnen. Und da sind ein Baby und ein Geschenk. Schau, wie süß! Kümmere dich jetzt wieder um Mama und setze sie zurück in den Stall. Wiederhole den Vorgang, damit auch das zweite und das dritte Baby zur Welt kommen können. Mit jedem Baby kommt auch ein kleines Geschenk. In jeder Geschenkbox ist eine Haarspange, ein süßes Accessoire und eine Geburtsurkunde. Und jede Geschenkbox hat ihr eigenes Motto. Prinzessin, leger chic oder Rock'n'Roll. Wenn du sie vorsichtig biegst, passen die Bügel der Accessoires genau auf die kleinen Köpfe der Babys. Und du kannst sie frisieren und die Spange ins Haar stecken. Ach, sind sie nicht einfach niedlich. Und vergiss nicht, die Geburtsurkunde auszufüllen mit Namen, Geburtsdatum und Uhrzeit. Deine kleine süße Meerschweinchenfamilie ist jetzt komplett. Und du kannst die Magie mit Mama Surprise sogar wiederholen, indem du die Babys neu versteckst. Dafür ist oben auf dem Stall eine kleine Klappe. Öffne sie und drehe den Riegel darunter um 90 Grad, um die Abdeckung zu öffnen. Wenn du sie anhebst, siehst du die Fächer für die Babys. Setze jedes Meerschweinchen in sein Fach, so wie hier. Achte darauf, dass die schmalste Seite der Geschenkbox nach innen zeigt, so wie hier abgebildet. Schließe die Abdeckung und drehe den Riegel um 90 Grad zurück, um ihn wieder zu sperren. Jetzt kann die Magie von Mama Surprise noch einmal von vorne beginnen.
Wenn dein Mama-Meerschweinchen nicht aufleuchtet oder keine Geräusche macht, überprüfe noch einmal, ob der Schalter von off auf on gestellt wurde. Wenn Mama immer noch nicht reagiert, sind ihre Batterien vielleicht zu schwach. Dann lege neue Batterien ein, am besten Alkali-Batterien. Wenn Mamas Herz nicht leuchtet oder sie keine Geräusche macht, wenn du sie fütterst, überprüfe, ob du dabei Kaugeräusche hören kannst. Wenn du nichts hörst, vergewissere dich, dass du den Sellerie ganz in Mamas Mund drückst. Wenn der Stall nicht leuchtet, stelle sicher, dass Mamas Herz glüht, wenn du sie in den Stall setzt. Und dass sie aufrecht steht. Schau, dass Mama nicht mit Stroh bedeckt ist. Vergewissere dich noch einmal, dass der Stall entweder in den Modus Normal oder Schnell geschaltet ist, die obere Abdeckung geschlossen und eingerastet ist und die Vordertüren richtig geschlossen sind. Wenn das nicht funktioniert, nimm Mama kurz aus dem Stall und setze sie in einer etwas anderen Position wieder hinein. Wenn du die Tür oder die obere Abdeckung öffnest oder Mama Meerschweinchen herausnimmst, wird der Vorgang angehalten und das kleine Lämpchen blinkt schnell. Wenn Mamas Herz noch glüht, kannst du sie wieder in den Stall setzen und die Türen vorsichtig schließen, um das Spiel fortzusetzen. Wenn die Babys nicht erscheinen, ist vielleicht ein kleiner Stau im Ausgabemechanismus. Bitte einen Elternteil, die Abdeckung des Stalls zu öffnen. Dort ist ein Loch, oben über der Falltür. Mit einem Kugelschreiber oder Bleistift kann man durch dieses Loch alle Gegenstände durch die Falltür herausdrücken und so den Stau beseitigen. Und jetzt viel Spaß bei der Pflege deiner neuen Meerschweinchenfamilie mit Mama Surprise von Little Life Pets.